New Style, Rap, MC, DJing, Beatbox und Graffiti. Nee, Graffiti. Mein Name ist Alexander Katz, ich komme aus Bremen. Ich bin heute hier im Kulturpalast in Hamburg bei dem Projekt Tech 5 for Europe. Ich heiße Esma Tund, ich komme aus Bremen, bin 19 Jahre alt und ich habe von diesem Tech 5 for Europe erfahren durch meine ehemalige Politiklehrerin. Hallo, ich bin Gesa Schröder und ich komme aus Bremen. Und ich bin hier auch in Hamburg, da ich bei einer Politikgeschichte AG teilnehme und darüber dann halt erfahren habe, dass hier ein Workshop stattfindet. So, und jetzt gucken wir uns gemeinsam die Workshops an. Eins, zwei, drei und vier, fünf und sechs, sieben und acht. Okay? Ja. Okay. Wir üben nochmal den Battle Rock zusammen. Heute gebe ich hier einen Workshop mit Leuten, die noch gar nichts in dem Bereich gemacht haben, was auch für mich selber eine Herausforderung immer wieder ist. Mit der rosa-roten Brille läuft sie geschmiert, bis die Bombe dann explodiert. Europa, das heißt Freiheit der Menschen, Freundschaft regiert und keiner muss kämpfen. Mit der rosa-roten Brille läuft sie geschmiert, alles bleibt, bis die Bombe explodiert. Power. Wir fangen natürlich hier an mit Basics. Ich habe am Anfang kurz erklärt, was es für ein Takt ist. Es geht um einen Viervierteltakt. Und dann sind wir auch gleich in die Reimtechniken weiter rübergegangen. Ja, also wir haben ja das Thema Europa. Dann hat jeder so für sich selber Brainstorming gemacht und sich halt Wörter überlegt. Und dann hat man von den eigenen Wörtern die vier besten genommen. Mhm. Und dann hat man dazu einen Reim gesucht. Ja, und dann hat man sich halt was ausgedacht. Wir heute hier in diesem Workshop erstmal die Graffiti-Basics wie Block Letters, Simple Style und so weiter durchgeführt. Ich sehe vielleicht Flammen. Europa Not. Das kommt nach uns. Ich mal seit 1984, was dementsprechend schon ziemlich lange ist und ich ein alter Mann bin in dieser Szene. Das nennt man dann auch Oldschool. Und ich gebe das weiter, was ich selbst gelernt habe. Das nennt man Teach and Teach One. Das heißt, ich habe was gelernt und gebe es jetzt an die nächste Generation weiter. Ich denke, ein Jugendlicher, der kein Hobby hat, ein Jugendlicher, der nicht tanzt, der kann sich an nichts festhalten, der kommt auf dumme Gedanken und dementsprechend kloppt er sich. Aber ein Jugendlicher, der ein Hobby hat, das Tanzen, der eine Leidenschaft hat und der mit Herz an dieser Leidenschaft ist, der kommt nicht auf dumme Gedanken. Im Gegenteil, der wird kreativ und der fängt an zu tanzen. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt interessante Einblicke in den Workshops bekommen. Ja, und auf Wiedersehen.